Ja, ich stehe hier vor einem alten Toreingang, eine Türe voller Schmierereien und Graffitis hier in Berlin. Und ich möchte euch hier was zeigen am Boden. Hier sind diese sogenannten Stolpersteine. Lies mal hier diesen da vor. Hier wohnte Ernestine Jelinek, geborene Groß, Jahrgang 1877, deportiert am 19.01.1942 nach Riga, ermordet am 10.08.1942. So. Und hier hat Bertha London außerdem noch gewohnt und Rosa Dora Groß. Das war wahrscheinlich die Schwester von der Ernestine Jelinek. Die ist ja auch eine geborene Groß. Nee, geborene Salinger. 1878 ist die Schwägerin wahrscheinlich gewesen. Also, die haben hier in diesem Haus gewohnt. Und die wurden deportiert, die wurden im Zweiten Weltkrieg von den Nazis umgebracht. Es ist ein Künstler, der hat in Deutschland recherchiert, wo sind Juden von Nazis getötet worden, wo haben sie gewohnt. Und hat dann vor die Häuser oder an die Stellen, wo die Häuser standen, weil viele Häuser sind auch nach dem Krieg nicht wieder aufgebaut worden, hat er diese Stolpersteine in den Boden gesetzt. Als Erinnerung und als kleines Mahnmal. Die findet man in ganz Deutschland und in ganz Europa, diese Stolpersteine.